Ja, als kleines Mädchen bin ich eigentlich schon von ganz, ganz klein auf die Ski gestellt worden. Ich weiss es nicht mehr, aber es gibt Fotos davon, wo ich schon mit einjährigem im Garten haben sie mich ein bisschen umeinander geschoben, schon mit richtigen Ski. Ja, dann mit zweijährig ist es dann richtig losgegangen, dann sind wir auf Pisten und ja, die ganze Family ist so angefressen, dass es wirklich für uns ja, eigentlich ja, es ist immer selbstverständlich gewesen, dass man auf die Ski geht. Wir wohnen mitten in den Bergen und dann haben unsere Eltern sehr, sehr früh die Leidenschaft in uns entfacht. Und ja, es gibt eben das Gerücht, dass ich an den Rennen tatsächlich mal beim Dad, also beim Rennen von der Dominik, weil ich so früh am Morgen aufhören musste, zwischen den Beinen auf dem Lift, damit ich am Schlafen war. Aber ja, um das Gerücht ranken sich viele, ein grosser rankt sich da ein grosser Mythos. Ich weiss es nicht mehr. Meine grossen Vorbilder waren schon Sonja Neff und der Bodhi. Also Bodhi Miller war so der grosse Held. Auch das ist etwas, was ich bis heute so ein bisschen mitnehme mit allen Disziplinen. Und Sonja wahrscheinlich mit meiner grossen Liebe zum Riesenslalom. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dort so ein bisschen, kommt ein bisschen von dort. Und selbstverständlich auch meine Geschwister. Ich wollte immer alles gleich machen. Ich täubelt, wenn ich nicht am Morgen früh mit an ihre Rennen zuschauen, auch mit 6 und ja, am Morgen am, weiss ich nicht wie früh aufstehen und 2 Stunden Auto fahren. Ja, das war für mich das Größte, wenn ich an den Rennen dabei sein und schauen und auch auf der Ski sein. Darum, ich denke, es sind schon auch sehr, sehr viele Sachen, die sie mir mitgegeben haben. Darum zähle ich sie schon und auch heute noch immer noch als meine grossen Vorbilder. Ich denke bei uns allen, das ist wirklich unglaublich gewesen. Sie hat so viel durchgemacht und wir sind halt immer hautnah dabei gewesen. Ich kann mich erinnern, wo sie musste, ja, wirklich mehrere Wochen lang auf der Bewegungsschiene im Bett liegen und ich bin immer, also das Tischli hatte, das war mein Nachttischli, ich bin zu ihr und dann habe ich mit ihr irgendein Brettspiel oder irgendetwas gespielt und ja, ich glaube, ich war dort etwa 8 oder 9 gewesen. Also es war schon sehr, sehr prägend gewesen, auch für mich und ja, es ist schon eine sehr, sehr harte Zeit gewesen und dass sich das so ausgezahlt hat und dass sie das so hat erleben, das ist wunderschön gewesen. Also warum ja jetzt noch Hühnerhaut, das ist wirklich ja, für mich immer noch fast ein grösserer Moment gewesen als mein eigener Olympiasieg, weil ich es einfach, glaube ich, auch immer noch nicht so recht einordnen kann. Ja, ich glaube, jetzt arbeiten wir schon 7 Jahre zusammen, der Felix und ich. 7 Jahre, ja, tatsächlich, unglaublich. Ja, für mich ist das damals eine riesige Unterstützung und eine riesige, ja, ein Auffangbecken, wo man sich besser nicht wünschen kann nach der Verletzung, wo ich das Kreuzband gerissen hatte. Und das war für mich heute noch einer der schönsten Sommer von meinem Leben, wo ich durfte bei ihm trainieren. Ich bin super betreut worden auch vom Dr. Lukas Weisskopf und ja, einfach, ich bin sofort aufgenommen worden und jeder Alzi, also ich komme jedes Mal sehr, sehr gerne wieder hin. Ich genieße es auch immer wieder mal kurz zu trainieren, auch wenn ich gesund bin, machen sich dann immer alle kurz Sorgen, ob dann alles okay ist, wenn ich auftauche, aber inzwischen haben sie sich auch daran gewöhnt, dass ich ja, gerne komme einfach mal wieder für einen Check mit dem Felix und komme kann trainieren und ja, es ist für mich natürlich die grosse Konstante. Also ich habe mir gewünscht, dass ich dort das einfach weiternehmen konnte, das Konditraining mit Felix. Und dass das ist einfach das eine, wo egal was beim Verband läuft, was in meinem Team läuft, ob ich aufsteige, absteige, Trainer wechsle, das kann niemand ändern. Und das war für mich so entscheidend gewesen, dass ich wirklich einfach die physische Komponente wirklich eine Konstante ist, wo wirklich ein Aufbau dahinter ist. Und ich glaube, das hat sich jetzt vor allem in den letzten 2-3 Jahre extrem davon auszahlen, davor auch schon, aber der grosse Wechsel ist dann gekommen, weil wir einfach diesen Aufbau haben können machen und ich vertraue Felix wirklich fast blind und ja, er stellt mich dann auch auf Sachen auf, die eigentlich nicht möglich ist, aber es ist dann irgendwie doch möglich oder manchmal hat er auch schon müssen eingesehen, dass es nicht möglich ist. Ja, darum, das ist wirklich so das Grosse, wo einfach so gut harmoniert. Das hat von Anfang an super funktioniert und das schätze ich auch wahnsinnig, dass ich das hat dürfen so durchziehen. Ich bin zu Winforce gekommen, auch wie meine Geschwister. Also Dominik hat ja schon länger mit Winforce zusammen geschafft und ja, ich bin dann so ein bisschen dazu gekommen, habe dann sehr, sehr schnell können sehen, wie qualitativ hochwertig Produkte sind und wie viel das man noch rausholen kann. Und ich habe dann auch, ja, 2012, 2013, so bin ich dann dazugekommen und
ich habe wirklich eigentlich vor drei, vier Jahren sehr intensiv damit angefangen. Also ich habe dann auch ein bisschen gebraucht, bis ich alles verstanden habe. Trotz super Unterstützung hat es dann gleich ein Moment gebraucht. Skifahren ist nicht so der klassische Sport, oder? Man muss es also ein bisschen selber zuerst mal herausfinden, weil ja, bei uns gibt es eigentlich sehr wenig Informationen in dieser Hinsicht. Und ich glaube, ja, wir haben dann dank euren Inputs und vielleicht auch ein bisschen von meinem Feedback haben wir dann etwas Superes auf die Beine stellen. Und in den letzten zwei, drei Jahren merke ich, dass ich einfach super abdeckt. Und darum ist es überhaupt möglich, ja, letzte Saison die Athletin zu sein mit den meisten Weltcuprennen auf Herren- und Damenseite. Also das ist mega cool und da ist es sehr, sehr entscheidend, gut abdeckt zu sein mit Protein und so weiter, was einfach dazugehört. Proteine sind einfach extrem entscheidend und ja, vor allem dann, wenn man über die Saison kommen will, dann muss man einfach schauen, dass man super abdeckt ist. Und dann manchmal längt es nicht nur am Abend Fleisch oder Fisch oder Poulet essen, sondern man braucht einfach noch einen Shake. Und das sind so die Sachen, die wir super eingestellt haben die letzten Jahre. Mein Lieblingsprodukt sind Maroni-Gel. Das ist ein relativ offenes Geheimnis. Ich erzähle auch immer allen im Team, die schmecken wie Wärmezellen. Das Problem ist, nicht alle haben gerne Wärmezellen. Ich finde das aber eigentlich gut, weil dann bleiben mehr für mich. Weil ich liebe Wärmezellen und Maroni-Gel sind super.